Herzlich willkommen zu unserem Ermutiger am Donnerstag, dem 1. Juli 2021. Die Losung zum heutigen Tag steht in Hosea 13, Vers 4. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du kennst keinen Gott außer mir und einen anderen Retter als mich gibt es nicht. Der Lehrtext dazu steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 13 und 14. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wir beginnen den Tag mit dem Lied Nummer 87 aus Neue Lieder Plus, Wiesen und Berge. Wiesen und Berge, die Wälder und Seen, was lebt und atmet in Tälern und Höhen. Es trägt deine Handschrift, bezeugt dein Tun, verkündet deinen Ruhm. Und darum jubel ich dir zu, dass jeder es hört, der Meister bist du. Ich will tanzen und singen vor dir, du herrlicher Schöpfer, Ehre sei dir. Das Werk deiner Liebe, das du in mir vollbracht, das mich zum Kind deines Reiches gemacht. Es trägt deine Handschrift, bezeugt dein Tun, verkündet deinen Ruhm. Und darum jubel ich dir zu, dass jeder es hört, der Meister bist du. Ich will tanzen und singen vor dir, du herrlicher Schöpfer, Ehre sei dir. Und darum jubel ich dir zu, dass jeder es hört, der Meister bist du. Ich will tanzen und singen vor dir, du herrlicher Schöpfer, Ehre sei dir. Du kennst keinen Gott außer mir und einen anderen Retter als mich gibt es nicht. Das ist doch mal eine echt klare Ansage. So ganz ohne, naja, aber und eigentlich oder naja, man weiß es nicht genau und vielleicht ist ja alles ganz anders. Nein, Gott sagt dir ganz einfach und klar zu seinem Volk, ich habe dich befreit und du kennst niemand anderes, der Gleiches oder Ähnliches für dich und mit dir getan hat. Du kennst keinen Gott außer mir und es gibt ja auch keinen anderen Retter als mich. Das klingt sehr einfach, nicht wahr? Und so mancher seufzt vielleicht, na das wäre schön, wenn das Leben, die Welt und auch der Glaube so einfach wäre. Ich möchte gern was aus meinem Leben erzählen. Als junger Mensch, so mit 13, 14 oder 15 Jahren, da erinnere ich mich nicht mehr genau dran, aber da war so die Phase, wo ich sehr viel über das Leben und den Tod nachgedacht habe. Das gehört ja auch irgendwie dazu, wenn man heranwächst. Man macht sich Gedanken darüber, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist eigentlich der Sinn von dem Ganzen und was passiert, wenn eines Tages alles vorbei ist. In der Konfirmandenstunde und später auch in der jungen Gemeinde, so hieß bei uns in Sachsen die Jugendstunde in der Kirche, da haben wir uns auch oft mit diesen Themen beschäftigt. Über den Tod zu sprechen und was danach so sein wird, das war für uns junge Menschen damals nicht so ungewöhnlich. Aber eine Frage beschäftigte mich noch weit mehr. Das war wahrscheinlich durch eine Schulkameradin ausgelöst. Die hat nämlich meinen christlichen Glauben damals sehr kritisch betrachtet und hat mir echt seltsame Fragen gestellt. Sie war sehr klug und sie war auch sehr naturwissenschaftlich interessiert. Und ein höheres Wesen, das konnte sie schon irgendwie akzeptieren, anhand so der naturwissenschaftlichen Betrachtungen des Lebens. Sie sagte immer zu mir, weißt du was, ich glaube schon, dass nicht alles aus Zufall entstanden ist, sondern dass irgendein intelligentes Wesen alles lenkt. Aber also ein persönlicher Gott, so wie ihn die Kirche und die Bibel verkündigt, also das ging gar nicht. Was habe ich mir alles anhören dürfen von ihr, was dieser Gott der Bibel alles ist und was er nicht ist, und das waren nicht unbedingt sehr nette Sachen. Wir haben damals viel diskutiert und manchmal auch echt gezankt, wie sich das so gehört unter Mädchen, und wir haben gestritten. Und irgendwann kam die Frage hoch, aber wer hat den Gott erschaffen? Was war denn vor Gott?
Ja, was war vor Gott? Diese Frage ließ mir echt keine Ruhe. Und ich habe immer wieder darüber nachgedacht. Ob ich deswegen gebetet habe damals, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich jemand in der Jugendgruppe oder sogar den Pfarrer gefragt habe. Ich glaube eher nicht. Ich hatte nämlich keine Antwort bis zu einem Punkt. Eines Abends beim Bibellesen, da habe ich die Antwort gefunden. Und ich werde nie vergessen, wie ich die folgenden Worte Gottes in Jesaja 43, Vers 10 las. Vor mir ist kein Gott gemacht, so wird auch nach mir keiner sein. Was für eine klare Ansage. Sie traf mich damals so überraschend, dass ich echt lachen musste. So was steht da geschrieben. Ich dachte, die Bibel ist einfach ein großartiges Buch. Da steht's, Gott sagt selbst, wie es sich verhält. Also ich bin ein einfacher Mensch und mir hat diese Selbsterklärung Gottes damals vollkommen genügt. Sie hat mich sogar geradezu glücklich gemacht. Und mir genügt diese Selbsterklärung Gottes auch heute noch. Diesen Eifer des alttestamentlichen Gottes, der sagt, du kennst keinen Gott außer mir und es gibt keinen anderen Retter, den erkenne ich auch in den Aussagen von Jesus Christus wieder im Neuen Testament. Zum Beispiel, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Es kommt niemand zum Vater außer durch mich. Über alle drei Worte, Weg, Wahrheit und Leben, da gab und gibt es ja schon immer viele Meinungen und Überzeugungen unter den Menschen. Jesus bringt das klar auf den Punkt und sagt, liebe Menschen, ich bin der Weg, durch den ein Mensch zum Herrn, zum Gott Vater sagen darf. Ich bin die Wahrheit, die ihr so verzweifelt sucht. Ich bin das Leben, das ewig Bestand hat. Persönlich verstehe ich solche Aussagen im Alten wie auch im Neuen Testament als großartige Angebote Gottes an uns Menschen, einfach im Vertrauen auf ihn zu ihm zu kommen. Es gibt keinen anderen Retter als mich, sagt unser Losungstext heute. Und ich weiß, diesen Text, dieses Wort kann ich nehmen und ich kann zu Gott kommen und beten, Herr, rette du mich. Du bist der Einzige, der mich wirklich retten kann aus dieser oder aus jener verfahrenen Situation. Das ist eine Einladung und ich denke, wir beten einfach gemeinsam und bringen ihm, was uns bewegt. Herr, unser Gott, mit deinem Wort heute lädst du uns ein, dir zu vertrauen. Das wollen wir dir echt glauben. Es gibt keinen anderen Retter als dich. Heute bringen wir dir unser Leben und wir bringen dir, was uns beschäftigt und was vor uns liegt. Hoffnungen und was uns glücklich macht, aber auch alle Ängste und das, was uns wie ohnmächtig zu machen scheint. Wir kennen keinen anderen Gott, der Gebete hört, so wie du, der helfen und retten kann, aus tiefer Not heraus. Und deshalb beten wir als Kinder Gottes zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir stellen uns unter den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.